heißt das jetzt lebenslang grün-weiß für dich? Ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Ich freue mich sehr, dass ich meinen Vertrag verlängert habe, dass ich auch die nächsten Jahre für den Verein spielen darf und ja, bin sehr zufrieden. Ja, erstmal weiß ja, glaube ich, jeder, dass ich mich sehr wohl hier fühle. Ich glaube, ich habe mit 13 das erste Mal das Trikot von Werder getragen als Jugendspieler. Da hat man schon eine besondere Beziehung. Und ich glaube, dass wir auch in den letzten Wochen und Monaten schon eine Entwicklung genommen haben, die positiv ist. Und ich hoffe natürlich, dass ich die nächsten Jahre dazu beitragen kann, dass sie noch weiter fortgeführt wird. Mir wird hier eine sehr hohe Wertschätzung entgegengebracht, die hoffe ich mit guten Leistungen demnächst oder die nächsten Jahre auch zurückzuzahlen. Und das ist mein Antrieb und freue mich, dass ich die Chance dazu habe. Ich freue mich auch, dass ich da die Möglichkeit bekomme, da in andere Bereiche reinzugucken, für mich selber herauszufinden, was mir liegt oder was ich dann auch weitermachen kann. Und das ist für mich auch eine schöne Gelegenheit. Also erstmal haben wir die Fantasie, dass Philipp noch viele Jahre auf dem Rasen erstmal seiner Tätigkeit nachgehen wird. Und wenn er dann die Karriere beendet, bringt Philipp sehr, sehr viel mit. Natürlich neben der hohen Identifikation mit Werder viel Wissen, das er jetzt über die Jahre gesammelt hat. Aber es ist natürlich auch klar, dass Philipp dann aus einer anderen Perspektive lernen würde. Und da muss er für sich, glaube ich, in den nächsten Jahren herausfinden, in welchen Bereichen das sein wird. Ob das eher im Trainerbereich sein wird, ob das eher im Managementbereich sein wird. Und ich will das nicht ausschließen, dass Philipp irgendwann mal vielleicht auch hier sitzt